herzlich willkommen zurück zu Factorio Folge 2 und ich bin immer noch krank, weil ich die Folge direkt dann aufgenommen habe nach der ersten. Da passiert wahrscheinlich nicht viel in Sachen Krankheit und ja. Unser Plan ist es jetzt erstmal unsere ganzen Dinger hier auszutauschen. So, die sind auch ein Stück schneller. Haben wir abgesehen, ne? So, dann haben wir noch einen. Dann brauchen wir nämlich diese befeuerten Dinger nie wieder. Weil ich jetzt theoretisch alles mit Strom machen kann. So. Klack. Jetzt ist nämlich das nächste Ziel, ein Forschungslabor zu bauen. Forschungslabor ist, ja, schon sehr interessant. So, dann ruppe ich nämlich jetzt hier. Machen wir das kurz so. Das brauchen wir nämlich nicht mehr. Dann kann ich hier das große aufstellen. So. Jetzt läuft das ganze Ding nämlich per Strom und ist halt noch ein Stück effizienter, schneller, wie auch immer. Und ich kann theoretisch, wenn ich noch mehr davon habe, einfach noch mehr davon hinpacken. Brauche ich im Augenblick nicht, weil der Ofen ist so kack langsam, dass sich das nicht lohnt. Ne? Aber es wird dann später so passieren. So, das gleiche kann ich gleich hier oben machen. Du brauchst auch gleich wieder Kohle. Kohle, so. Achso, ich bin noch bescheuert, doch beladen. So, das Ding hier weg. Ist unnötig geworden. Das Gute ist, du kannst die alten einfach wieder verarbeiten. Glaube ich, ne? Die sind mit dem Rezept drin? Lesen sie nicht. Okay. So. Der ist jetzt nicht ganz angeschlossen. Oder mal kriegen wir das ein bisschen sinnvoller hin. Jo. Das ist alles elektrisch. Dann kann ich mich jetzt darum kümmern, das Ding hier zu bauen. Denn ich brauche nämlich eine ganze Menge von dem ganzen anderen Zeug. Ich brauche viel, viel Eisen. Beziehungsweise ich bräuchte jetzt eigentlich noch einen zweiten Ofen. An für sich. Da muss ich gleich mal schauen, wo ich den hier hinstelle. Weil jetzt vergrößert sich das Ganze auch relativ schnell. Hier haben wir hier irgendwas. Da haben wir... Genau, dann geht es nämlich darum, dass ich diese Fläschchen herstelle als nächstes. Das wird noch eine interessante Sache. Da unten ist die Eisenquelle. Das heißt, ich werde alles hier relativ kurz halten. Hier unten dann meine Öfen aufstellen. Das kann ich ja im Grunde mal schon mal machen. Ich gehe mal nach. Warte mal, machen wir hier 4 Öfen. Dann hole ich mal noch ein bisschen, Stein aus der Kiste hier hinten. So, siehst du? Haben wir doch wieder einen ganzen Schwung. Wie gesagt, so viel braucht man von dem Kram ja auch nicht. Erstmal. Na. Blöde Bäume. Die Bäume müssen weg. Wie rum hätten wir es denn gerne dieses Mal? Ich denke mal, ideal wäre es für mich, weil hier kein großer Platz ist, würde ich sagen, ich baue das nach unten hin, und zwar meine Öfen. So, dann hast du hier, machen wir das so platzsparend wie möglich. So, so, so und so. Dann möchte ich, dass da Platz frei ist, sehe ich gerade. Weil ich muss ja auch noch irgendwie die Strommasten dazwischen klemmen. Machen wir das... Wie machen wir das jetzt? Wenn ich das jetzt so mache, dann kann ich zwei direkt nebeneinander und einen Strommast und noch einen Ofen. Sieht jetzt ein bisschen wirr aus, aber so wird es funktionieren. Es wird funktionieren. So, dann kann ich nämlich 4 von denen bauen. Neue Materialien holen. So, dann mache ich das nämlich so. Dreh die auch noch um, weil es eigentlich sinnvoller ist. So. Ja. Trenne das hier ab, hier vorne. Das wird nämlich nicht mehr gebraucht. Zukünftig.
heißt, sobald der hier leer ist, kann ich den eigentlich wegnehmen und kann auch vor allem meine Kohle da reinhauen. Unnötig, unnötig, unnötig. So, dann kann auch der weg. Dann möchte ich gleich... So, Kohle, Kohle, Kohle. So. Dann haben wir... Wie viel Kohle haben wir denn, ne? Jeder kriegt 25 von euch. So, in etwa zumindest. Wie weit reichen die? Die reichen genauso, dass sie passen. Das heißt, ich kann... Mal kurz schauen. Ich muss dann hier ein Conveyor Belt machen. So. Ich will dann, dass die das hier... Upsala. Na, gib mir den. Dass die das hier beladen. So. So. Dann habe ich 4. Dann habe ich hier vorne... Das und das. Die Kiste und die sollen erstmal alle in die Kiste. So. Es wird jetzt natürlich alles ein bisschen gestaut, das ist klar. Aber da gibt es Schlimmeres. Sobald ich nachher die schnelleren Sammler habe, dann geht das auch. So, ich brauche eine Menge Stahl auf jeden Fall. So ein Teil bauen. Denn ich werde mir damit nämlich eine Straße bauen müssen. Warte mal, das machen wir mal anders. Das sieht mir so ein bisschen kläglich aus hier. So ein paar, dann haben wir... Jetzt geht nämlich das Ganze mit dem Strom wieder los, ne? Jetzt kann ich hier die Dänzen... Ah, falsche Taste. So, dann mache ich das nämlich... So, erstmal. All die, die er nicht kriegen kann, sammelt er jetzt ein. Das heißt, die Produktion ist eigentlich schon ziemlich hoch, wenn ich jetzt hier noch ein bisschen an dem rumwusel. Ich brauche wieder mehr Platten. Das ist, ihr seht schon, man braucht so extrem viel von dem ganzen Scheiß, ne? Das ist nicht mehr normal. So, dann hätte ich gerne das. Und zwar will ich das jetzt mal so hinstellen. Denn ich will, dass er das Band von der linken Seite belädt. Heißt doppelt, ne? Dann werde ich jetzt hier halt irgendwo so einen Strommast hinpflanzen müssen. So zum Beispiel. Und dann belädt er das nicht so rum, weil ich das viel zu blöd gemacht habe. Aber so geht das, haha. Ausgetrickst. Jetzt kommt er nämlich doppelt rein. Jetzt werden auch alle Öfen wieder beliefert, so gut wie. Ne, läuft doch. Jetzt habe ich auch meine maximale Plattenproduktion erstmal soweit. Andererseits, man kann nie genug Eisen haben. Auch wenn sich's denn ein bisschen staut dadurch. Ah. Toll. So. Mir fehlt jetzt genau ein Fließband. Das ist ja super. Fließbänder, her damit. Die kannst du auch nie genug haben. Also Fließbänder ist, glaube ich, das, was mit am meisten hier gebraucht wird. So, die Kupferverarbeitung ist erstmal beendet. Jetzt muss ich mal kurz gucken. Das ist nämlich noch das alte Ding. Dann stelle ich da nämlich so ein ordentliches hin und ziehe mir hier so eine Energieleitung hoch. Ja, nicht gerade ideal gewesen hier so. Und ich sage einfach mal so. Dann kann das alte Teil hier weg. Und wir holen uns das jetzt da drüber. So, sieh zu, dass du klarkommst da oben. Dann stimmt, pflanzen wir mal unser Forschungslabor erstmal irgendwo hin. So. Denn ich hätte gerne
Nicht Automatisierung, Logistik. Und zwar brauchst du dafür, wie gesagt, diese Fläschchen. So, ne? Die brauchen nur Kupferplatten und Eisenzahnrad. Das heißt, wenn ich das erforscht habe, was ich da gerade mache, werde ich mir die Kupferplatten von da oben holen und hier runter schicken. Dann kann ich nämlich unterirdisch bauen, wenn das da erforscht ist. Das ist erstmal mein Ziel. So, dann können wir das nämlich hier reinschmeißen und dann fängt er nämlich an zu forschen. Wenn das Ding durchläuft, dann kriegst du hier oben so ein bisschen dazu, so ungefähr. Also, naja, so ähnlich. So ähnlich. Dann schauen wir mal. Eisenproduktion ist schon ziemlich hoch. Das brauchen wir also erstmal nicht mehr. Dann kann ich mich jetzt darum kümmern, wie gesagt, die Dinger hier runterzuleiten. Am liebsten wäre es mir, das direkt hier unten zu verarbeiten irgendwo. Vielleicht hier noch eine Straße mit Kupferplatten machen. Oder sowas in der Richtung. Die Bäume müssen hier weg, 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 weg. Weg müssen sie, die Bäume. Dann kann ich das hier unterirdisch legen. Das heißt, ich stoppe mal jetzt hier die Produktion. Halte die mal jetzt einfach da an. Lege das unterirdisch, lege das hier rüber. Mache hier oben nochmal eine Straße mit so vier Öfen. Naja, ungefähr. Wird dann einfach hier noch oben noch so ein Teil hinstellen. Hier so. Das dann wieder von der anderen Seite beliefert, sodass das Band von zwei Seiten vollgestopft wird. Da war die Pickaxe im Eimer. Das Zeug hält aber auch nicht aus. Ich weiß auch nicht, wie die Bäume auf dem Erz wachsen konnten, ne? Das ist so ein bisschen, ja, tricky, sag ich mal. So, dann haben wir das Ding. Das passt nicht hin, weil der scheiß Baum steht. So, dann rollt das hier runter, rüber, rüber, rüber und aufs Band. So, und Energy. We need Energy. Und ich sehe gerade, das wird so nix. Das ist völliger Quark. So. Genau so. So stelle ich mir das vor. Ich müsste auch mein Energiesystem ausbauen. Warte mal, ich weiß ja nicht, wie die Windturbinen funktionieren. Kann ich hier einfach mal so einen Platz, wo viel Platz ist? Ihr wisst schon, sowas aufstellen halt. Ich könnte zum Beispiel sagen, warte mal, der Wind kommt. Der Wind kommt von hier, hä? Ich baue mal so ein Ding. Ich habe mir so eine, die Mods ja nicht irgendwo umsonst runtergeladen. Könnte ich doch. Ich weiß auch nicht. Einfach das Ding hier hinfla. Ach, das funktioniert so. Okay. Nicht schlecht. Ist nur die Frage, ob das im. Ah, der Wind lässt nach. Oder? Na, ist egal. Ich baue jetzt einfach mal noch zwei von denen. Stell die da hin. Und dann kann ich ja mal mir überlegen, wo ich die so hinpflanze, die Teile. So. Sagten das jetzt hier? Naja, das wird jetzt nicht viel gewesen sein, das Ding. Braucht 90 kW alleine schon, ne? So ein Teil. Ist schon ziemlich krass. Ich kann doch irgendwie gucken, wie viel Auslastung drauf ist, ne? Das ist ziemlich cool, weil er sagt mir, dass die Dinger hier gerade so und so viel produzieren.
dass die so und so viel verbrauchen, und das ist schon ziemlich cool. So. Platten, wir brauchen Platten, denn die Forschung ist nicht wirklich weit gekommen. Wir müssen mehr von diesen Dingern herstellen, und zwar die Fläschchen alle auf einmal machen. Hier, das wird jetzt eine ganze Weile dauern. Aber es passt. Huch. wie sich das Kupfer da oben staut. Das ist der Wahnsinn. So, und ich habe hier einen ganzen Batzen von dem Zeug. Mach mal. Das ist jetzt ein bisschen das Nervige, dass man da warten muss, bis das Ganze so weitestgehend geforscht ist, ne? Aber so ist das halt. So, dann habe ich bitte. Jetzt juckt mir extrem die Nase. Ich muss mal kurz hier an der Nase rumspielen. Und das ist gerade 1337 Uhr. So, lass mich mal schauen. Das Ding forscht vor sich hin. Dann werde ich mir hier drüben hier so, sag ich mal, eine kleine Strecke bauen. Und werde dann die roten Fläschchen automatisch bauen lassen. Sodass wir durchgehend immer und immer weiter forschen können. Zumindest die ersten Stufen, und dann kommt irgendwann die zweite Stufe dazu und so weiter und so weiter. Ne? Aber dafür brauchen wir auf jeden Fall auch erstmal die unterirdischen Bänder. Sonst wird das nämlich nichts. So. Den Gürtel brauchen wir noch nicht. Geschütztürme auf jeden Fall, weil Geschütztürme helfen uns gegen Aliens. Aber das ist alles noch ein bisschen hin bis dahin. Dann kann ich mal gucken, wenn ich jetzt das hier habe. Dann kommen. Den mache ich hier. Das kann ich noch nicht machen, ne? Habe ich noch nicht erforscht, genau. Dann ist die nächste Stufe das Automatisieren. Und zwar werde ich mir dann da diesen Assembler erforschen. Und der Assembler sagt, du kannst dann jetzt hier Bauteile bauen lassen. Zum Beispiel eben diese Zahnräder einfach herstellen lassen oder diese Circuits. Da musst du halt bloß diese Grundteile reinschieben lassen. Ne, das ist halt ziemlich praktisch, sag ich mal. Das ist dann so das nächste Ziel. Dann würde ich sagen, ich baue hier erstmal nichts, weil ich im Grunde noch gar nichts machen kann gerade. Mal erstmal die ganzen Aufträge abbrechen. Ich glaube nämlich, dass die jetzt drin sind, die ich jetzt insgesamt habe, die werden reichen. Dann brauche ich erstmal einen Greifarm. So, der Greifarm, der wird dann in den Assembler drücken. Ne? Der Assembler wird dann die Dings herstellen, die Zahnräder. Dann wird hier oben wie erwähnt, werde ich das hier durchschicken. So. Dann wird hier klack unterirdisch. Dann mache ich das hier so in etwa. Dann mache ich neue Fließbänder. Die ich später auch übrigens so herstellen muss. Mach das hier hin. So. Und zieh das hier lang, dann das dürfte auch gehen. Dann mache ich nämlich 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4 geht nicht, okay. Nicht genug Zeug dabei. Ah, mehr Eisenplatten, mal wieder. Hab ja so wenig von den Dingern. La. So, dann möchte ich, dass einer so greift. Dann soll dahinter ein Ofen stehen. Erstmal so, dann haben wir das gleiche wie vorhin. Dann haben wir hier so ein Stromteil. Dann kommt der Ofen. Der Ofen. Dann kommt ein Grabscher. Oh, holy shit, nein! Ein
Grabscher. Dann kommt ein Ofen, den wir jetzt, glaube ich... Oh, doch, können wir bauen, ist kein Problem. Der Ofen. Eine frei und Ofen. So, das heißt... So... So, so und so und so. Und Energie dazwischen. So, wat? Ach so, zu weit weg. So, das verbinden wir dann mit dem Ding. Und wir holen uns erstmal Kohle. Die müsste ja mittlerweile hier noch drin sein. 4 Stück, 4 Stack. So, dann kriegt jeder sein Stack hier. Moment. Machen wir das so. Dann können wir nämlich auch schon die unterirdischen Conveyor bauen. Und dann geht der ganze Rest hier schon weiter. So. Haben sie also ein bisschen zu tun. Würde ich sagen. So. Eins habe ich jetzt nicht bedacht. Ich muss mal kurz gucken, ob das jetzt hier noch geht. Aber ich denke schon. So. Dann kann ich hier vorne erstmal wieder das Übliche machen. So. War das so? Dann möchte ich hier nämlich wieder eine Eisenkiste reinstellen. So. Und möchte das hier wieder rumführen. So, dass mal wieder zwei haben, die das abgreifen und dass das so weitergeht. Das ist doch wunderbar. Durch das und durch das Underground legen ist das schon ziemlich günstig jetzt alles. Wie viele Flaschen sind noch drin? 19. So, dann brauche ich den Assembler. Womit? Automatisierung da. Sofort forschen. Wie viel stand dran? 10 Flaschen, die sind drinne. Es läuft. Das heißt, ich kann den Assembler als nächstes bauen. Ja. Das kann ruhig gestaut werden, das ist kein Problem. Aber irgendwie greifen die normalen nicht nach hinten. Da müssen wir mal gucken. Ich baue sowieso einen schnelleren Greifarm demnächst. Weil das ist ein bisschen schade so, weißt du? Aber ich muss mal gucken. Hier ist das gleiche wobei. Das rutscht ja langsam nach. Na gut, die greift ihn erst von vorne weg und dann von hinten, ja. Ich wollte sagen, ich habe das da vorhin auch, also auf der anderen Map damals auch so gemacht. Das kommt mir irgendwie bekannt vor. So, hier ist jetzt eine Eisenkiste, die keinen Wert mehr hat. Kohle wird produziert, das wird produziert. Warten muss noch auf das Update. Ja, dann würde ich sagen, ich mache an der Stelle jetzt eine Pause. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge. Und zwar werden wir dann die Assembler aufstellen und das erste Mal das Ding hier automatisch beliefern. Dann sehen wir uns dann. Auf Wiedersehen!